Sag mal, wie bist du hier angekommen? Heute dein erstes Spiel, die erste Halbzeit. Bist du zufrieden damit? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Also ich war ein bisschen nervös vor dem Spiel, weil es war erstmal, dass ich mit den Jungs auf dem Platz war. Aber es war gut. Ja, ich habe meine 45 Minuten harte gemacht und jetzt müssen wir laufen gehen, leider. Ja, ja. Wie kam es denn überhaupt dazu, zu der Verpflichtung hier zu Energie Cottbus? Ich habe, also als ich in Kanada gespielt habe, ich habe schon den Cottbus ein paar Sachen gehört, dass die ein traditionelles Verein sind und dass die schon ein paar Kanadier hatten, so Kevin McKenna, Adam Schrey, sowas. Und, ja, ich habe mit ein paar Jungs geredet und die haben alle gemeint, dass Cottbus ein mega Verein ist. Und, ja, deswegen war das für mich klar, dass ich hierher wechsle. Bist du so ein Typ, der so die Geselligkeit liebt und man sagt ja immer, das ist wie eine große Familie. Hast du das schon in der ersten Zeit gemerkt? Ja, ja. Also das ist schon wichtig für mich, so eine enge Mannschaft zu sein und eine Familie zu sein. Und das ist, ja, das liebe ich über alles. Wie bist du nach Cottbus gekommen? Ganz allein oder hast du Familie? Nee, ich habe meine Freundin, sie kommt aus Augsburg und wir haben so einen Mietwagen gestellt und benutzt und sind hierher gefahren. Ja, und wohnt beide hier jetzt inzwischen? Nee, sie wohnt immer noch in Augsburg und ich wohne hier jetzt in Cottbus. Und mal schauen.